zu der Beerdigung von meiner Mutter. Ich habe Dings Brioni-Jackett angezogen. Ich wusste, meine Mutter war immer, meine Mutter darauf geachtet so. Ja, meine Mutter immer als Schneiderin noch. Ja. Meine Mutter war immer so, ich bin im Heim, egal, sie kauft mir die Helly Hansen Jacke. Wenn du so jemand bist wie ich, der halt dann auch immer nichts hatte, und ich wurde ja auch oft alleine gelassen in meinem Leben, weil es so, weil da nichts da, weil da keine Kohle da war. Wenn die Familie Geld hat, dann sind so, ich habe das gesehen bei Familien, die viel Geld haben, egal wie sehr da keine Liebe wirklich da ist, keine wahrhaftige Liebe, keine bedingungslose Liebe, Geld regelt trotzdem immer noch so ein bisschen die Verhältnisse. Bei mir hat Geld ganz viel, ganz früh was kaputt gemacht. So, ich bin ganz früh im Heim gelandet, weil meine Mutter und Vater, und weil meine Mutter musste arbeiten, mein Vater musste arbeiten, da haben die sich gestritten hin und her. Deswegen so, für mich ist Geld und Geld machen so als Männlichkeitsding ist gar kein Ding von so, hat nichts damit zu tun, dass es darum geht, dass es yo, ich bin der Mann und die Frau ist unter mir. Nein, ich habe das mein ganzes Leben, diese Angst ja in mir getragen. Diesen Knacks, Knacks habe ich. Das heißt, wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, ja, verlass dich auf mich, allein das schon zu machen, ist schon schwer. Das heißt, ich bin so von Grund auf so, dass ich sage, ich freue mich über jedes Geschenk und ich freue mich über, wenn eine Frau Geld macht. Und aber ich wollte, das habe ich auch letztens in einem Interview nicht so gut gesagt, bei Cynic war das schon mal Thema, ich von meiner Haltung bin halt, ich musste halt überleben. So, das heißt, du wirst es nie aus mir rausbekommen, dass ich nicht sage, ich muss überleben in meiner Welt und muss Geld machen und muss gucken und machen und tun. Egal auf welchem Niveau so. Und das kriegst du halt schwer raus. Wie genau würdest du sagen, hat dich das jetzt so im Nachhinein beeinflusst? Weil Kinder, die ja mit wenig Geld aufwachsen, ist ja auch oft so, dass sie so einen gestörten Umgang nachher haben. Also, dass sie mit Geld zum Beispiel gar nicht umgehen können, weil die als Kind kein Geld hatten und dann auf einmal ist Geld da und dann geht das so raus. Wie diese Lotto-Millionäre, weißt du, so 95% aller Lotto-Millionäre sind ja nach 3 Jahren wieder pleite, weil die gar keine Ahnung haben. Na, ich hab das. Bei mir ist die Perspektive nie so gewesen, Geld, also ich habe mich nie für Geld interessiert, sondern ich wollte mal cool sein. Das heißt, wenn meine Mutter war Schneiderin, ich sag war, weil wir, das habe ich auch gar nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Sie hat dann einen zweiten Selbstmordversuch gehabt und hat sich halt das Leben genommen und vor 2 Monaten ist sie dann halt dann gestorben. Mein Beileid. An dem Suizid, an dem zweiten was? Suizid. Ja, oh, boah, ich hab's voll ausgelöst. Mein Beileid. Ja, danke schön. Krass, ja. Ja, und das hat mich auch noch interessiert, du hast ja irgendwann aber um die Weihnachtszeit herum, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du wieder Family-Sachen gepostet hast und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihr habt nochmal zusammengefunden. So. Ja, war auch ja, so. Also, ja, versöhnt, also, ne? Ja, dann beantworte die Frage mit meiner Mutter zusammen. Das passt doch, das passt voll krass, weil meine Mutter war Schneiderin, meine Mutter war immer mit Klasse, immer mit Aussehen, war ihr ganz wichtig. Boah, jetzt wird ein langer Monolog, sorry. Also, alles gut. Meine Mutter ist ja aus der DDR geflüchtet. Nach West-Berlin und ist somit dann irgendwann mit, wann hat sie mich bekommen? Ich glaube, ich bin mit 8, wo sie 18 war, bin ich auf die Welt gekommen. Mein Erzeuger ist auch aus der DDR geflüchtet. Könnte man sozusagen, war DDR-Flüchtlinge nach West-Berlin. Über die Türkei, weil sozusagen der neue Vater von meiner Oma war Türke, mein Onkel ist Türke und deswegen konnten sie über die Türkei irgendwie nach West-Berlin. Ich kenne die Geschichte nicht ganz genau. Krass. Ja. Man muss ja damals richtig rum, Alter, über Ungarn. Ja, deswegen meine Mutter war Flüchtling, Alter. West-Berlin zwar Ost-Berlin, West-Berlin aber Flüchtling, so ganz komisch. Das ist so krass, wenn man sich das heute mal denkt, dass das eine Nummer war, Alter. Das ist auch gar nicht so lange her einfach, ne? Das ist so ist krass, ne? Ja, wo ich 7 war Wiedervereinigung. Ja, hält mal, so, dann ist sie nach Berlin gekommen, West-Berlin, hat da mit meinem leiblichen Vater sozusagen, ich bin dann irgendwann aufgewachsen, dann war sie Schneiderin, dann hat sie irgendwann, wo ich 5 Jahre alt war, weil mein leiblicher Vater halt sie geschlagen hat und regelmäßig geschlagen hat, hat sie sich von ihm getrennt, um auch mich zu schützen. So die ersten Gedanken, die ich so in meinem Kopf habe, ist wirklich so dieses Bam, wie er sie haut und also so. Also hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen. Der erste Gedanke, kennst du diesen ersten Gedanken als Mensch, den du hast? Meiner ist so Bam, der haut dir eine, sie blutet, sie macht Tür zu von dieser, da war so eine Tür mit so einem Milchglas und ich sitze da als kleines Kind. So, das ist der erste Gedanke in meinem Kopf. Oh Mann, kein schöner Start ins Leben. Nee, kein schöner Start, ne? Und das war auch immer krass. Meine Mutter hat dann auch immer in meiner Jugend so, also ich habe nicht, wie gesagt, ich war mit ihr auch viel im Konflikt und dann kam halt mein Stiefvater, super lieber Typ, war genau das Gegenteil von meinem leiblichen Vater, hat mich aufgezogen, hat auch immer gesagt, lass den Jungen machen, egal wenn es Kunst ist, egal wenn es Malen ist, egal wenn es Graffiti ist. Er hat mich oft auch zu irgendwelchen Aktionen gefahren und so. Taxifahrer aus Berlin. Der Stiefvater, also, meinst du, ne? Stiefvater, der war auch, glaube ich, mal in einer Doku von dir, kann man sagen? Ja, Airmax-Musik-Doku. Genau. Ja. Und der war wirklich so jemand, der hat
der war vielleicht als ich weiß nicht, wie er als Ehemann war, weil ich kann es nicht beurteilen, wie er zu ihr war. Also er war immer liebevoll, aber ich glaube, der hätte vielleicht für meine Mutter auch ein bisschen mehr machen müssen, so nach dem Motto so finanzielle Sachen und ey, ich stärkte den Rücken. Keine Ahnung, irgendwann kam es halt wirklich dazu, da war ich dann 12, 13, da gab es so die ersten Turbulenzen in meinem Leben. Dann bin ich ja ins Heim gekommen wegen Ritalin und so ein Scheiß, habe ich schon tausendmal gerappt und tausendmal erzählt. Und dann mit 18, wo ich dann 18 war, haben die sich wieder getrennt. Das heißt, dann war meine Mutter wieder alleine. Und dann irgendwann, dann gab es noch immer so on-off mit meiner Mutter und so. Ich bin immer hin und dann auch manchmal so mit einer neuen Freundin oder irgendwas. Aber mit meiner Mutter bin ich nie so warm geworden. Meine Mutter war auch immer sehr ich-bezogen. Und aber was meine Mutter hat mir so, deswegen zu deiner Frage jetzt, ne, meine Mutter hat dann so mir so, also die paar Sachen, die mir meine Mutter beigebracht hat, ich schwöre dir bei Gott, auch wenn ich meine Mutter zwischendurch gehasst habe, Real Talk jetzt. Mhm. Ich habe meine Mutter, die hat mich ins Heim geschickt, die hat mir Ritalin gegeben, die hat mich alleine gelassen. Aber wenn eine Mutter und ein Vater dem Kind was vermitteln, du, das geht einfach rein in den Kopf. Das ist so dieses Prägungsding. Meine Mutter hat gesagt, wenn du jemals eine Frau schlägst, komm ich und schlag dich. Gewalt gegen Frauen und generell Gewalt in meinem Leben so gegen Frauen gab es nie. Wo ich 13 Jahre lang mit meiner Frau zusammen war, mit Sabrina, habe ich einmal eine dieser Alpro-Milchtüte vom Kühlschrank, ich bin ausgeflippt, habe was geschmissen und ich habe sie getroffen. Oh, aber nicht, also aus Versehen? Absicht, aber ich habe geschmissen. Nach 13 Jahren habe ich gesagt, das ist vorbei. Weil hat sie getroffen. Nach 13 Jahren habe ich gesagt, ey, dann, wenn du als Typ schon so bist, dass du mit dir und deiner Frau so im Stress bist, dass irgendwas nicht funktioniert, und dann wirst du so zu einem Idioten. Du wirst dann zu einem Bastard, der dann so Moves macht, dann sei ein Mann und sei alleine und so. Es war bei mir so krass, ich habe das weiß ich heute noch. Ich habe die nie in 13 Jahren nie, konnten diskutieren, wir konnten streiten, niemals. Boah, einmal, ich bin am Kühlschrank, puff, und ich schmeiße und das Ding macht richtig bam. Und sie weint und ich denke, jetzt das Auge ist aus, das kann passieren, Alter. Ich hab's mit dem Deckel oder der so. Der Wurf war wie Dings, Alter, wie gelenkt vom Dings, ich schwöre dir. Aber ist lustig ein bisschen, ich schwöre dir, weil das war so. Ich lache gerade. Ja. Nein, Mann, Bruder, Sabrina ist cool, ich bin heute noch mit der, die ist cool, okay. Die checkt das so. Ja. Ich würde sagen so, das war so, ey, das war unmöglich, der Wurf. Scheiße, voll der Bastard. So Männer. Männer, aber ich will nur so seit 13 Jahren lang, ich schmeiß. Wir dissozieren uns auf jeden Fall davon. Nein, wir dissozieren uns offiziell. Was machst du mit mir? Mann, ich hab mich selber davon distanziert, weil ich hab natürlich gesagt, ey, hör mal zu, vorbei, die Beziehung geht nicht mehr. Tut mir leid, Alter. Ich will nur sagen, so meine Mutter hat gesagt, ey, pass mal auf, keine Frauen schlagen. Mhm. Hatten wir immer teure Klamotten gekauft. Dann jetzt wieder ihre Frage, ey, die Arme, Alter. Ja, immer so. So. Und bei mir war so Geld, ich habe nie die offizielle Connection zu Geld gehabt, Alter. Meine Mutter meinte nie zu mir, ey, Geld ist alles, oder meine Eltern haben mir nie erklärt, Geld ist unser Problem. Wie es gab Weihnachten, an einen Weihnachten kann ich mich erinnern, da konnten wir keine Geschenke kaufen. Meine Eltern haben geweint. Ich sag, was los? Und ich wollte den einfach nur, ich habe so dieses Gefühl so, und das habe ich auch später so auch bei meiner Ex-Freundin gehabt, so dieses so, ey, mir ist scheißegal, was ist, Alter. Wir beide, solange wir sind, ist alles gut. Mhm. So, und das habe ich auch damals bei meinen Eltern gehabt. Ich sag, warum weint ihr, Mann? Ja, wir können dir nichts zu Weihnachten kaufen, bla. Und ich so, ey, alles, so, als kleiner Junge, wie alt war ich da? 10 oder so. War dir egal einfach? War mir scheißegal, aber so, ich habe gemerkt, für die ist es ein Thema so. Und da, das hat mir auf jeden Fall einen Knacks gegeben so. Aber wo ich dann immer später, durch Hip-Hop habe ich halt immer gemerkt, okay, durch Hip-Hop und erstmal Agro-Berlin, dann diese Bushido-Situation. Für mich war Agro-Berlin und Bushido und dieses ganze Thema immer Familie. Mhm. Immer Familie. Ich habe keine Familie, die sind meine Familie. Und ich habe dann halt immer wieder so gesehen, so ey, fuck, Alter, die Scheiße funktioniert immer irgendwie nicht, nur weil sich alle wegen Geld streiten. Bushido sagt, Halli gibt mir gern Geld, Speicher sagt, der hat noch Geld, Speck oder so. Ich denke mir so, fickt euch schon mal alle, wir wollen doch nur cool sein, Alter. Für dich war das eigentlich für mich war das nur cool sein. So. Für mich war Hip-Hop immer nur cool sein. Für mich war bis heute so, wenn im Negativen, also gar nicht im Negativen, aber im privaten Leben wie im öffentlichen Leben, so für mich ist es so, wenn du mich jetzt fragst, wie lebe ich in einer Krise, wenn ich, keine Ahnung, jetzt im Privatleben nicht zurechtkomme oder wenn ich im Business nicht zurechtkomme, Bro, ich weiß, Alter, du musst, wie sagt man, die Welle reiten. Also im Negativen wie im Positiven. Swag, wir kommen mit Klasse, wir gehen mit Klasse. Zu meiner Beerdigung, zu der Beerdigung von meiner Mutter. Ich habe Dings Brioni-Jackett angezogen. Ich wusste, meine Mutter war immer, Die hat darauf geachtet, so. Ja, meine Mutter immer als Schneiderin. Ja, meine Mutter war immer so,
ich bin im Heim, egal, sie kauft mir die Helly Hansen Jacke. Kennst du noch Exhibit Helly Hansen? Ja, safe. Ich kenne aber. Aber kennst du... war das nicht verboten noch irgendwann? Wegen dem... meinst du? Ja, ja. Oder das war das, oder so ein Undercover-Symbol? Ja, haben Nazis? Die... Ja, aber zu aber meiner... Helly ist auf jeden Fall... Ja, zu meiner Zeit gab es ein Video, Exhibit hieß der Rapper. Paparazzi war das. Und der Paparazzi, der hat so am Strand gerappt mit so einer krassen Jacke, und alle wollten diese Huren, so Jacke. Gelb, andere Seite gelb, blau, weiß. So, ja. Aber die waren so zweigeteilt, die Farben, oder nicht? Mit Gelb innen drin, ja. Man, diese Bastardjacke, wenn du die hattest, du warst der King. Genauso wie Jordan 11, genauso wie Dickies, da war damals krass. Und da gab es später auch diese Pufferjacke von Helly Hansen. Ganz Berlin ist damit rumgerannt. Aber wirklich, da war ich, keine Ahnung, Teenager. Na, jedenfalls, und auch aber da war es am wichtigsten. Da war als Kind war es am wichtigsten. Ja. Und meine Mutter, egal was war, Alter, immer, ey Junge, so, wir kommen mit Klasse, wir gehen mit Klasse. So. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass bei der, also, dann kam irgendwann, warte, das war nochmal die Frage, ich will deine Frage jetzt. Nee, eigentlich hast du schon so halb beantwortet. Genau, deswegen ich will einfach sagen, ich habe Geld, also wenn du mir sagst, was Geld für mich bedeutet, für mich ist Geld nur Swag, nur Optik, nur ich verstehe, dass Geld dafür da ist, genauso wie alle anderen Äußerlichkeiten und Plakat, wie sagt man, oberflächlich, ist oberflächlich. Geld ist zum Zweck einfach. Ja, ja, aber es ist so, du musst halt gut aussehen oder du musst halt dich gut verkaufen und du musst halt flexen und machen und tun, aber das ist für mich jetzt nicht nur, ich kenne es nicht erst seit Instagram. So, oder seitdem ich so Frauen kennenlernen will. Ich wusste schon immer, ey, ganz im Ernst, für mich ist Hip-Hop so LL Cool J, du weißt, Jay-Z, Mobb Deep, Eminem, egal wer, Alter, alle waren auf Dings, auf Swag. So, für mich ist das sind meine Vorbilder. Und Hip-Hop hat mir schon immer beigebracht, Alter, dass auch wenn du Ghetto bist auf der Straße, Dicker, die Hose, das Shirt, die Sneaker, die Kette, bam, okay, dann beginnt der Tag.